Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich dazu entschlossen haben, Klavier spielen zu lernen. Das ist ein sehr wichtiger Schritt in Ihrem Leben und ich glaube, Sie werden es nicht bereuen. Sie können bequem von zu Hause aus jede Woche ein Video anschauen, das so oft wiederholen, bis Sie das, was Sie auf dem Video sehen, auch machen können und so kommen Sie Schritt für Schritt vorwärts und voran. Viele Menschen haben Angst davor, wenn sie noch nicht Noten lesen können, dass sie das vielleicht niemals erlernen könnten, weil es ausschaut wie eine Geheimschrift, wenn man das nicht gelernt hat. Aber ich kann Sie beruhigen, es ist viel, viel einfacher, als Sie befürchten. Alles steht auf 5 Linien, so wie wir auch 5 Finger an den Händen haben. Oder der Mensch an sich mit 2 Beinen, 2 Armen und dem Kopf. Also sehr interessant, die Zahl 5. Sehr übersichtlich. Sie brauchen am Anfang vielleicht noch ein bisschen Zeit, um zu sehen, welcher Ton das ist. Aber es geht ganz schnell und Sie gewöhnen sich dran und Sie können dann nach Noten spielen und müssen nicht lange üben. Wir helfen Ihnen dabei, dass das so schnell wie möglich passiert. Und ich würde sagen, wir stürzen uns mal gleich auch in die Arbeit. Ich empfehle Ihnen die russische Klavierschule. Die russische Klavierschule ist eine sehr geeignete Schule, um alles zu erlernen, von Anfang an die Noten, den Rhythmus, die Artikulation, den Stil, die Ausdrucksweisen. Und es sind sehr schöne Stücke drin, die schon sehr gut klingen, obwohl man vielleicht noch nicht richtig, virtuos spielen kann. Um das geht es ja nicht. Es geht darum, dass Sie in der Lage sind, auch mit einfachen Noten Gefühle auszudrücken. Das macht den Menschen zufrieden und auch die Zuhörer im Übrigen. Also schauen wir mal, wie das mit dem Notenlesen so funktioniert. Also, Sie sehen, dass Sie erstmal 5 Linien haben. Und dann sehen Sie, dass am Anfang so ein Schlüssel steht, den haben viele schon mal gesehen. Das ist der Violinschlüssel, den nennt man auch G-Schlüssel, weil wenn man ihn nachzeichnet, endet er auf der 2. Linie und da ist das G. Und im ersten Stück haben Sie nur 2 Noten, nämlich das G und in dem Zwischenraum, also ein Ton höher, weil dazwischen passt ja nichts mehr, das A. Also, das ist unser erstes Stück, ein G und ein A. Dann haben Sie, hier steht 2 und 4. Das bedeutet, in jedem Takt sind 2 Viertelnoten drinnen. Das heißt, die können übereinander stehen und viele Noten sein, aber insgesamt, wenn Sie zählen, sind es nur 2 Viertel und dann kommt schon wieder 2 Viertel. Und dazwischen ist deswegen, um das zu begrenzen, ist der Taktstrich. Viele glauben nämlich, dass nur 2 Viertelnoten drinstehen dürfen in einem Takt. Das wäre ja ein bisschen langweilig. Also, da haben Sie die unausgefüllte Note mit einem Hals. Das ist eine sogenannte halbe Note und die hat 2 Schläge. Und schon wieder halbe Note, 2 Schläge. Sie sehen, am Anfang muss man zählen, der Rhythmus ist ganz wichtig. Und dann kommen die ausgefüllten mit dem Hals, das sind die sogenannten Viertelnoten. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich würde vorschlagen, ja, mit den 5 Fingern, welchen wählen wir? Ich würde den hier wählen, das ist der sogenannte 2. Finger, der Daumen ist der 1., das ist der 2., der 3., der 4., das ist der Ringfinger, der kleine Finger, das ist der 5. Finger. Ich würde sagen, fangen wir mal mit dem 2. Finger an und zählen, wir gehen sofort los. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Und das Ganze mit der linken Hand auch. Eins, zwei, ich zähle. Und Sie zählen auch am Anfang laut mit. Und später, wenn das ganz klar ist, dann brauchen Sie nur innerlich zu zählen und nicht laut zu zählen. Das nächste Stück, da kommt eine kleine Änderung vor, nämlich drei Viertel gibt es in jedem Takt. Aber auch nur zwei Noten, sehen Sie, zwei Viertelnote und dann eine Pause. Und eine Pause schaut aus, ich habe immer als Kind empfunden, das schaut aus wie eine Möwe über dem Meer, nur quer. Ja, oder ein R, da kann jeder sich sein eigenes Bild draus machen. Das ist jedenfalls eine Viertelpause, also 1, 2, Pause. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bitte. Ich fange hier mit dem vierten Finger an. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auch das spielen wir mit der linken an, da fängt der zweite an. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das nächste Stück ist sehr interessant, da gibt es drei Neuigkeiten. Sie sehen, Sie werden gerade auf der ersten Seite am meisten lernen. Und dann geht das so stückweise weiter. Ja, haben Sie einen Punkt hinter einer Note? Was bedeutet ein Punkt hinter einer Note? Da wird die Note verlängert um die Hälfte ihres Wertes. Also, wenn eine halbe Note zwei Schläge hat, und sie hat zwei Schläge, und die Hälfte davon ist 1, 2 und 1 sind 3, also sind das 3 Schläge. Jetzt steht hier aber ein Viervierteltakt. Zuerst hatten wir 2 Viertel, 3 Viertel, hier ist Viervierteltakt, muss man also immer bis 4 zählen, aber hier ist ja nur eine Viertel drin. Was bedeutet das? Zählen wir so? 1, 1, 2, 3, 4. Nein, der letzte Takt und der erste Takt ergeben zusammen wieder 4. Und das nennt man ein Auftakt. Da zählt man 4. 1, 2, 3, 4. Ne? Also 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Warum habe ich das zweimal gespielt? Weil hier ein Wiederholungszeichen steht. Aber jetzt frage ich Sie, hat das wirklich wie eine Feuerwehr geklungen? Wirklich, das ist doch eine Feuerwehr, die gilt doch für ein, das stellt man sich was Schnelles und Lautes vor und nicht so lahm. Also würde ich mal sagen, versuchen Sie es auch mal. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und muss laut sein, ne? Also das die Feuerwehr, die kann schon in den Ohren wehtun, wenn sie an einem vorbeifährt. Das kennst du mit der linken Hand. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Man kann auch spielen, ohne zu zählen. Das mache ich mal so vor. Mit der linken Hand. So, die Hälfte haben wir schon. Kommen wir zu dem nächsten Stück. Da sind jetzt wieder zwei neue Noten sogar. Hier möchte ich noch etwas ergänzen, was ich vorhin vergessen habe zu sagen. Beim zweiten Stück ist ein neuer Ton, nämlich das E, das ist auf der ersten Linie, und das D, das ist unterhalb der fünf Linien der erste Ton. Ja? Jetzt kommt also was Neues, nämlich das F, das ist im ersten Zwischenraum, und das C, da sehen Sie, hat eine Hilfslinie. Also da gibt es nicht nur die fünf Linien, sondern auch eine Hilfslinie darunter. Das ist das C, damit fängt man eigentlich immer erst an. Deswegen finde ich diese Schule auch besonders gut, dass die nicht so konventionell ist, sondern dass die mal anders beginnt, als es üblich ist. Also, und was sieht man, wenn man das mal anschaut, sich ein bisschen länger? Aha, hier ist das sieht man, dass die ersten vier Takte eigentlich hier wiederholt werden. Und es kommt ein Wiederholungszeichen. Na gut, also, dann gehen wir es mal an. Und ich zähle wieder laut, damit Sie das auch tun, bitte auch tun. 1, 2, 3, 4.
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt wiederholen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, jetzt spiele ich das mit der linken Hand. Und jetzt sage ich was. Viermal hintereinander dasselbe zu spielen, ist auch extrem langweilig. Versuchen Sie auch mal etwas draus zu machen. Zum Beispiel, Sie spielen das zweite Mal spielen Sie es leiser und beim dritten Mal werden Sie immer lauter. Also ich mache mal vor. Eins, zwei, wie ein Echo. Jetzt bleibe ich so laut und werde immer lauter, von Ton zu Ton. Und noch lauter. Und richtig groß. Okay? So, haben Sie schon ein bisschen mehr zu üben, dass Sie fehlerlos das können. Dann das nächste Stück. Das sogenannte Mondgesicht. Schauen wir mal, ob was Neues gibt. Den Ton kennen wir schon, das G. Haben wir da gehabt. Den kennen wir schon, das F haben wir hier gehabt. Dann haben wir D. Haben wir schon mal D gehabt? Jawohl, hier bei der Feuerwehr, D. Also Sie sehen, ein neuer Ton kommt gar nicht hinzu. Sie haben bereits schon 6 neue Töne. Es fehlt eigentlich nur noch einer. So, jetzt kommen wir zum Mondgesicht. Das ist also etwas, was man gleich spielen kann. Es kommt nichts Neues hinzu. Sie können Ihr erworbenes Wissen schon gleich anwenden. Zweivierteltakt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Und die linke Hand soll das genauso schön können. So, meine Damen und Herren, damit ist eigentlich das erste Kapitel schon fertig. Nächste Woche kommt das zweite Kapitel dran und ich sage Ihnen etwas. Der Weg zur Meisterschaft ist immer, sie sind immer dieselben Stufen. Zuerst müssen Sie ein Problem erkennen, was ist schwer an dem Stück. Dann müssen Sie das, was schwer ist, eine Lösung dafür finden. Da helfen wir Ihnen natürlich dabei. Aber das, was Sie alleine machen müssen, ist diese Lösung automatisieren, sodass Sie nicht mehr dran denken müssen an die Lösung, sondern dass das von selber geht. Nicht wahr? Und das heißt, ich sage immer zu meinen Schülern, einmal ist kein Mal, wenn ein Schüler eine Stelle sehr gut gespielt hat, dann sage ich so, und jetzt müssen wir 3 Punkte sammeln. Was bedeutet, 3-mal hintereinander perfekt spielen. Und ein bisschen ehrgeizig sein. Wirklich sagen, okay, wenn man beim dritten Mal einen Fehler gemacht hat, dann ist wieder alles storniert, man fängt wieder vom Anfang an und 3-mal hintereinander eine Übung perfekt machen. Ja? Dann gewöhnen Sie sich dran, hellwach zu bleiben. Und damit können Sie eine Lösung automatisieren. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude, viel Spaß. Gehen Sie erst zum nächsten Stück, wenn das eine Stück, wenn Sie das schön beherrschen. Sie sehen, am Anfang wird es ein bisschen die Erkenntnis größer machen, dass es nicht so schwer ist, die richtige Note zu finden, den richtigen Rhythmus anzuwenden und mit dem richtigen Finger zu spielen. Ich freue mich schon, Ihnen das zweite Kapitel nächste Woche vorstellen zu dürfen. Viel Glück!